Oh! Ich fahr. Nein, Geisterfahrer! Geisterfahrer! Na, hier ist ein bisschen was jetzt ab. Ein paar Kratzer hat sie. Ach, Mäuschen, was habe ich dir angetan? Aber mir ja auch. So, Leipzig-Weißenfels. Wir müssen rechts weg. Bis runter auf die Erde, also ehrlich jetzt? Oh, das kann ich nicht. Knieschleiferhosen umsonst gekauft. Naja, ich muss das üben. Das geht nicht von jetzt auf gleich irgendwie. Weißenfels. Oh, ein Biker Pro. Nee. Nee. Doch nicht hier, oder? Da vorne meinen die doch. Das ist doch wieder die Auffahrt dort. Die war auch so komisch, weil die so komisch wegging gleich. Das dachte ich mir jetzt, hey, das kann nicht, irgendwas kann ja nicht stimmen. Moin. Oh, danke, danke. Oh! Ich fahr. Nein, Geisterfahrer! Geisterfahrer! Scheiße! Oh nein, Matze, was machst du? Es war aber irgendwie doof gemacht, Alter. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen. Ein Geisterfahrer. Was? Einer? Hunderte? Hunderte? Ach, ich habe wieder so Bock zu fahren. Ach, geil. Muss mal gucken. Aufnahme läuft sehr schön. Die hatte nämlich irgendwie bei Luis hatte die mal rumgesponnen. Ich glaube, da wollte ich schon mal die Aufnahme starten. Habe ich euch die Knieschleifer schon gezeigt? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Weiß mit so einem Gesicht drauf. Da tut es einem ja fast leid, wenn man das wegschleift. Naja, gut. Oh, jedenfalls geiles, ideales, geiles Wetter. Bock. Bock auf die Fahrt, auf die Tour. Bock auf den Bock. Alter, was laberst du für einen Scheiß? Halt's Maul. Oh. Ach, ist das schön. Junge, man muss es genießen. Der August geht ja auch zur Neige, neigt sich dem Ende. Dann haben wir noch September, Oktober könnte ich noch fahren, wenn schönes Wetter ist. Und dann ist die Saison auch für mich gelaufen. Und bis dahin muss ich ja die Garage für mein geiles Baby fertig gebaut haben. Es würde mir das Herz brechen, wenn das arme Maschinchen draußen überwintern muss. Ey, ohne Witz. Ich muss mir den Arsch aufreißen. Es ist jetzt natürlich wieder blöd mit der Hand. Ja, wird ja auch nicht besser, wenn ich jetzt da nicht mal eine kurze Pause mache oder so. Aber die Arbeit macht sich auch nicht von selbst. Ach man, ein Teufelskreis. Nee, wie sagt man Teufelskreis? Das dreht sich ja nicht im Kreis. Es ist ein Fluch. Was ist denn das jetzt hier?
Frei bis Baustelle. Ja, die Baustelle gucke ich mir mal an. Vielleicht können wir mit dem Bike ja durchfahren, weißt du? Versteht ihr, was ich sage? Nein. Oh nein, das ist komplett abgesperrt. Vielleicht über den Fußweg? Okay, hier kommt die Kante, komme ich nicht hoch. Ah, die Kante ist scheiße. Aber ich glaube, da hinten ist schon wieder Schluss, oder? Wie komme ich hier auf dem Fußweg hoch? Mist. Ach. Shit. Und hoch geht's. Hopp. Und. Oh. So. Oh. Gut. Mal das Ding rausmachen. So. Und hinstellen. Und gucken. Oh, ist was passiert? Hier ist was ab. Scheiße. Ach, Mist. So. Na, hier ist ein bisschen was jetzt ab. Ein paar Kratzer hat sie. Naja. Ach so. Oh. Das habe ich auch nicht gesehen. Oh. Naja. Nicht, ne? Scheiße. Aha, okay. Ja. Okay. Na, ich will Richtung Naumburg. Na. Oh, Mann. Ja, gut. Na, gut, danke schön. Schönen Tag noch. Danke. Ach, Mäuschen, was habe ich dir angetan? Aber mir ja auch. Ich habe mir einen Oberschenkel irgendwie. Ah ja, der Gang ist noch drin. Jetzt wieder runter, hoffentlich ohne uns zu maulen. Oh, mein Oberschenkel hat auch irgendwas abgekriegt. Gegen irgendwas bin ich. Irgendwas hat gegen meinen Oberschenkel geknallt. Oh, so von unten irgendwie, keine Ahnung. Oh, da hat ganz schön weh, Junge. Ich brauche noch einen Protektor am Oberschenkel von innen. So, hier rechts hoch, sagt er. Scheiße, Mann. Aber zum Glück ist er nicht ganz so brachial gefallen. So, es war der erste Sturz. Unschön. Der Schmerz im Oberschenkel ruiniert mir etwas die Freude am Fahren. Ich muss es mal ein bisschen rausstrecken, das Bein. Wir müssen da oben dann nochmal anhalten, nochmal gucken, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Oh Mann. Scheiße.
Das ärgert mich jetzt. So sanft hochgefahren und oben kippe ich das Ding um, Alter, wie dumm. Ärgert mich. So, da hat gesagt immer rechts. Komm, wir halten hier mal an. Erstmal eine rauchen auf den Schock. Ach, mein Baby. Mann. Mein Oberschenkel tut auch weh. Gut, die Blinker haben nichts abgekriegt. Ja, hier hast du ein bisschen Kratzer jetzt. Hm. Mal gucken, ob ich das wegpolieren kann. Aber hier unten ist was ab. Kann ich das wieder reindrücken? Ja. Wieder reingedrückt. Sehr nice. Ach man, so eine Scheiße. Aber es ist natürlich brachiales Gewicht, ja. Das ist keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht fangen konnte. Blöd den Lenker eingeschlagen. Gut, ich mache es mal aus und qualme einer.